Sonnenblumen haben ein ganz besonderes Verhältnis zur Sonne. Nicht nur sind sie nach der Sonne benannt, sondern junge Sonnenblumen, die folgen am Tage dem Lauf der Sonne von Ost nach Westen. Und den Mechanismus dahinter, den schauen wir uns heute mal an. Hallo und willkommen im Molekularen Garten, wo wir uns anschauen, wie Pflanzen eigentlich so ticken. Und heute, da geht es um die molekularen Hintergründe dafür, dass junge Sonnenblumen am Tage dem Lauf der Sonne über den Himmel folgen. Der Fachbegriff dafür, der heißt Heliotropismus, abgeleitet vom griechischen Wort für Sonne. Heliotropismus, das ist eine Art von Phototropismus, den habe ich schon mal in meinem Video vom Gravitropismus erklärt. Im Phototropismus, da leiten spezielle Sensoren, die Photorezeptoren, als Response auf eine einseitige Lichtquelle das Hormon Auxin im Stängel um. Das führt dann dazu, dass die Zellen auf der Schattenseite vom Stängel sich strecken und die Pflanze in Richtung Licht biegt. Wenn ihr das mit dem Phototropismus und dem Auxin nochmal im Detail sehen wollt, dann schaut in dem Video vom Gravi und Phototropismus nach. Einen Link dazu, den gebe ich euch ganz am Ende vom Video. Die jungen Sonnenblumen, die folgen am Laufe des Tages dem Lauf der Sonne von Ost nach West, indem sich die verschiedenen Seiten vom Stängel unterschiedlich schnell strecken. Und das erkläre ich mal mit diesem Modell hier. Das soll eine junge Sonnenblume darstellen. Die helle Seite, das ist die Seite, die nach Osten zeigt. Und die dunkle Seite vom Stängel hier, das ist die westliche Seite vom Stängel. Hier oben ist die Knospe. Und der Kreis hier ist die Sonne. Die geht im Osten auf und zieht im Laufe des Tages nach Westen. Und die östliche Seite vom Stängel, die streckt sich im Laufe des Tages mehr als die westliche, sodass die Pflanze immer zur Sonne hin ausgerichtet ist. Nachts wächst dann die westliche Seite relativ mehr als die östliche und so wird die Pflanze wieder in Position gebracht, um die aufgehende Sonne im Osten zu begrüßen. Das einseitige Strecken ist wieder mal gesteuert vom Hormon Auxin. Am Tage, da fließt es auf der Ostseite vom Stängel, aktiviert dort Gene, die dann dafür sorgen, dass die Zellen der Ostseite vom Stängel sich strecken. Nachts, da fließt das Auxin dann auf der Westseite und aktiviert da dann die Zellstreckung. Der unterschiedliche Fluss vom Auxin am Tag und in der Nacht, der wird von den Photorezeptoren und von der inneren Uhr der Pflanze gesteuert. Nur junge Sonnenblumen, deren Stängel noch wachsen, können dem Lauf der Sonne folgen. Ist das Wachstum abgeschlossen, dann gibt es keine Zellstreckung mehr und der Stängel kann sich auch nicht nach der Sonne biegen. Und darum stehen die Köpfe von ausgewachsenen Sonnenblumen auch still. Ist euch schon mal etwas an einem Feld voller Sonnenblumen aufgefallen? Schaut mal auf diesem Bild hier zum Beispiel. Alle Sonnenblumen gucken in die gleiche Richtung, und zwar nach Osten. Wie kommt es, dass die alle in der gleichen Ausrichtung stehen bleiben? Mit dem Alter biegen sich die Pflanzen im Laufe des Tages immer weniger weit nach Westen und biegen sich in der Nacht aber immer wieder zurück nach Osten. Das kommt, weil die Photorezeptoren morgens am stärksten auf das Licht reagieren und im Laufe des Tages nimmt ihre Sensitivität ab. Nachmittags reagieren sie kaum noch auf Lichtsignale. Hier im Video kann man gut beobachten, wie sich die wachsende Sonnenblume am Tage immer weniger weit nach Westen neigt. Das nächtliche Wachstum jedoch bringt die Blüte immer wieder in die östliche Ausgangsposition zurück. Diese nachlassende Reaktion und weil die Stängel bei der Öffnung der Blüte sich nicht mehr strecken, sorgen dafür, dass die Blüte der Sonnenblume alle nach Osten ausgerichtet sind. Und da haben die Sonnenblumen einen Vorteil davon, alle Blüten nach Osten auszurichten? Ja, und die Antwort ist hier. Weil die Blüten der Sonnenblume nach Osten zeigen, werden sie von der Morgensonne gleich als erstes aufgewärmt. Und weil bestäubende Insekten wie Hummeln und Bienen warme Blüten bevorzugen, sind diese nach Osten ausgerichteten Blüten für die Insekten attraktiver. Auf meinen Sonnenblumen sind übrigens nicht nur Nützlinge wie Hummeln und Bienen, sondern auch gefräßige Stieglitze. Die sind sehr niedlich, aber auch sehr destruktiv. Das war's für heute und vielleicht schaut ihr ja das nächste Mal, wenn ihr eine Sonnenblume trefft, in welche Richtung sie sich neigt. Es sollte gerne Osten sein. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann unterstützt doch gerne meinen Kanal, indem ihr ihn abonniert. Und hier gibt es dann auch noch den Link zum Video über den Gravitropismus und Phototropismus, wo auch die Rolle vom Auxin nochmal genauer erklärt ist. Tschüss und bis demnächst!